Die Bedürfnispyramide nach Maslow ist kein Kommunikationsmodell. Es ist vielmehr ein sozialpsychologisches Modell, das Abraham Maslow weltweit bekannt gemacht hat. Es beschreibt nämlich die menschlichen Motive und Bedürfnisse sehr einfach und sehr verständlich. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum ich dieses Modell in den Kurs Grundlagen der Kommunikation mit aufgenommen habe, wo es doch gar kein Kommunikationsmodell ist. Ganz einfach, in der zwischenmenschlichen Kommunikation ist es wichtig, seinen Gesprächspartner bedarfsgerecht anzusprechen. Wenn ich weiß, was meinem Gegenüber wichtig ist, worauf er oder sie Wert legt, kann ich das für meine Kommunikation nutzen und gegebenenfalls auch Rücksicht auf die Bedürfnisse oder Motive nehmen und darauf eingehen. Und das ist insbesondere beim Umgang mit Kunden oder Menschen, denen du vielleicht helfen kannst, enorm wichtig. Aber auch im Privatleben solltest du die Motivation deiner Mitmenschen kennen, die dir zum Beispiel nahestehen. Was hast du davon? Du wirst entspanntere Gespräche führen und damit auch Freunde gewinnen. Ja, wir hatten das Thema auch schon bei aktives Zuhören. Deswegen lass uns in dieser kurzen Coaching-Einheit die Maslow'sche Bedürfnispyramide, schwieriges Wort, einmal ansehen. Und sie ist wie folgt aufgebaut. Auf der unteren Ebene sind physiologische Bedürfnisse. Auf Ebene 2 Sicherheitsbedürfnis. Auf Ebene 3 soziale Bedürfnisse. Auf Stufe 4 Individualbedürfnisse und Stufe 5 die Selbstverwirklichung. Die Bedürfnisse, die werden in der Reihenfolge von unten nach oben erfüllt. Das bedeutet, erst wenn die physiologischen Bedürfnisse gestillt sind, geht es auf die nächste Ebene. Die unteren 4 Ebenen, die bezeichnet man als Defizitbedürfnisse. Und die Spitze der Pyramide, also die Selbstverwirklichung, das ist die oder sind die Wachstumsbedürfnisse. Wir gehen gleich nochmal genauer darauf ein. Lass uns zunächst mal schauen, was die einzelnen Ebenen bedeuten. Ebene 1, physiologische Bedürfnisse oder auch Grundbedürfnisse genannt. Darunter fallen Essen, Trinken, Schlaf, Sauerstoff. Und diese Grundbedürfnisse sind für jeden Menschen gleich. Werden diese Grundbedürfnisse über einen gewissen Zeitraum, mal länger, mal kürzer, nicht erfüllt, folgt unweigerlich der Tod. Ebene 2 sind die Sicherheitsbedürfnisse. Dazu zählen zum Beispiel Schutz, Geborgenheit, ein Dach über dem Kopf oder auch ein sicherer Job. Ebene 3 soziale Bedürfnisse. Dazu zählen Familie, Freunde, Partner sowie soziale Kontakte. Und seit Social Media, auch Facebook, Instagram, YouTube, TikTok und so weiter, die Liste ist lang und hier wird es bereits individuell. Die Motive vermischen sich. Für viele, meist junge Menschen, ist Social Media wichtiger als Schlaf oder das Frühstück am Morgen. Und damit kommen wir auf Stufe 4. Individualbedürfnisse gehören als letzte Kategorie noch zu den Defizitbedürfnissen. Also Wertschätzung, Anerkennung, Achtung, das spielt hier eine große Rolle. Und kannst du allerdings die ersten 3 Ebenen nicht vollständig bedienen, kann das zu psychischen oder physischen Schäden führen. Wer es zum Beispiel in seiner Jugend schwer hatte, soziale Bedürfnisse oder Sicherheitsbedürfnisse ausreichend zu bedienen, der kann daraus ein entsprechendes Individualbedürfnis entwickeln. Die betroffenen Personen, die sind dann eben oder denen ist dann Sicherheit und Anerkennung oder andere Dinge extrem wichtig, weil sie das eben früher nicht hatten. Wenn du die ersten Ebenen der Defizitbedürfnisse erreicht hast, dann bist du an der Spitze der Bedürfnispyramide angekommen. Deine Selbstverwirklichung, die wartet jetzt auf dich. Persönlichkeitsentwicklung, Kreativität, Selbstfindung, ja, das fordert dich täglich heraus. Hier wächst du und formst deine Persönlichkeit. Das bedeutet, du hast genug zu essen, zu trinken, hast ein Dach über dem Kopf, lebst in einer sicheren Welt, hast Freunde oder Familie und fängst an, dein Leben zu gestalten. Die Bedürfnisse der obersten Ebene, die kannst du allerdings nie vollständig befriedigen. Du bist also nie fertig, daher auch Wachstumsbedürfnisse. Hast du ein Ziel erreicht, suchst du dir ja was Neues, es sei denn, du bist genügsam und es geht dir zu gut, dann hörst du auf zu wachsen, dann bremst du dich selbst aus. Als Beispiel, wenn du genug gegessen hast, dann hörst du auch auf, nach Essen zu suchen. Hast du ein Dach über dem Kopf, dann suchst du dir nicht gleich wieder eine neue Bleibe. Und wenn du so wie ich
einen Nummer-1-Hit schreibst und es falsch machst, denn das habe ich damals gemacht, dann ruhst du dich auf deinem Erfolg zu lange aus. Und das Resultat bei mir, es blieb bei nur einem Nummer-1-Hit, denn die Lorbeeren, die du dir heute aufsetzt, die sind der Kompost von morgen. Hör also nicht auf, wenn du dein Ziel erreicht hast. Stay hungry und mach weiter. Ja? In vielen Ländern haben Menschen nicht einmal diese Möglichkeit, die letzte Stufe der Bedürfnispyramide zu erreichen. Manchmal erreichen die nur die erste oder die zweite Stufe. Ja? In manchen Bereichen oder in manchen Gebieten der Erde, da sind die froh, wenn die was zu essen haben oder zu trinken oder ein Dach über dem Kopf. Ja, das ist für die schon sehr viel Sicherheit. Sei also dankbar für die Möglichkeiten, die du hast und nutze die auch. Vielleicht bist du irgendwann jemand, der anderen Menschen entweder dabei helfen kann, sich selbst zu finden, sich selbst zu verwirklichen, oder aber vielleicht kannst du auch irgendjemand, wenn du es für dich nicht tust, dann tust für andere, helfen, dass er zu essen, zu trinken, ein Dach über dem Kopf hat, was auch immer. Aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, es gibt nichts Schöneres, als wenn man anderen Menschen helfen kann. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, dein Uwe.